Ich fasse mal kurz zusammen, was beim letzten Mal passiert ist und wo wir bislang sind. Können ja schon mal ein bisschen Horrorlaute reinkommen lassen. Oh, ich krieg mich gleich wieder voll, Alter. Machen es vielleicht noch ein bisschen leiser gerade. Okay, beim letzten Mal. Also, wir wurden ja so eingeladen in so ein Leichenbeschauhaus, da arbeiten wir jetzt. Und dann hat uns der Mann, der uns da hat arbeiten lassen, uns schon bei der ersten Vorstellungsrunde, also schon bei der Bewerbung, so, als wir da vor Ort waren und Probe gearbeitet haben, war uns schon so, Brudi, du bist ein bisschen komisch. Aber dumm wie wir sind, haben wir uns gedacht so, wird schon nichts Wildes sein, wir arbeiten da mal. Und dann hat er uns direkt nach der Probesheet hat er uns angerufen und gesagt, ja, du bist angenommen, komm her, direkt mitten in der Nacht, Brudi, komm vorbei, gibt viel zu tun. Wir kommen an, er nicht da, klingelt nur Telefon, er sagt so, ja, übrigens, da sind drei Leichen in der Leichenschauhaus, Kühltheken-Bereich, Dings. Einer davon ist besessen. Find raus, welcher. Könntest sterben. Sorry dafür. Good luck, have fun. Bye bye. So in etwa. Wir müssen vier Symbole finden, indem wir mit so einem Flatterkärtchen durch die Gegend rennen. Oh, da steht sogar schon, was wir ein bisschen haben, ne? Kann das sein? Shifts completed. 0. Times possessed. 0. Demons banished. 0. Bodies embalmed. Bodies burned. Wir haben erst zwei embalmed? Nee. Nee. Na egal. Wir müssen Symbole finden. Das hier haben wir schon gefunden, auf jeden Fall. Und das hier. Und zwei weitere fehlen uns noch. Eins, glaube ich, habe ich schon mal gedacht, vielleicht gesehen zu haben. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber es war dieses andere Ding, was aussieht wie eine 3. Ich dachte, das haben wir auch schon mal irgendwo gesehen, aber ich habe kein Foto davon. Also haben wir das anscheinend doch noch nicht gesehen. Aber was ich auf jeden Fall rausgefunden habe, was wir auf jeden Fall rausgefunden haben, sind, dass wir diese zwei Symbole schon mal haben. Dass wir die da in einem Vier-Kreis-Kreis-Ding da anordnen müssen. Wir haben eigentlich jede der Leichen schon bearbeitet. Ach so, und wir wissen, dass von den drei Leichen der Dulli, der Typ, eigentlich derjenige sein müsste, der besessen ist, weil, Bruder, das war halt der Einzige, der einen Breakdance da auf der Liege gemacht hat. Ne? Hier, während er drauf lag, hat er halt so einen übelsten Breakdance gemacht. Und der hat am Anfang zu uns gesagt, der Kerl, wer Breakdance macht, der ist es. Also er hat nicht Breakdance gesagt, er hat gesagt, wer irgendwie so krasse Moves drauf hat. So Mick Jagger-mäßig. Der ist es. Der muss brennen. Weg mit ihm. So nach dem Motto. Ja, das heißt, wir wollen jetzt noch zwei Zeichen. Wir müssen also ein bisschen mit dem Flattermann noch durch die Gegend rennen. Bleiben noch nicht mehr viele Möglichkeiten. Also wir haben in zwei von 1, 2, 3, 4, 5 Räumen, haben wir in zwei schon Zeichen gefunden. Ich nehme an, jeder Raum wird eins haben. Das heißt, der Raum hier wird wahrscheinlich noch ein Zeichen sein. Und vorne in der Lobby höchstwahrscheinlich, weil wir haben da drüben in dem schon was gefunden. Wir haben im Gang schon was gefunden. In dem Gang. Weiß nicht, ich glaube nicht, dass da jetzt was ist. Das heißt, in den beiden anderen müssen noch Dinge sein. Wir machen mal weiter. Meine Damen und Herren, wir machen weiter. Die Kackung ist real. Also, ihr kommt mal ein bisschen näher an meine Augen. Ach Gott, mein Puls geht direkt hoch, weil ich einfach mir die Hose voll mache. Kein Bock. So. Wir haben aktuell kein Kärtchen in der Hand. Oh Gott, Bruder. Da ist sie ja. Warum liegt sie denn da? Was ist hier los? Ah, okay, ich wollte schon sagen. Oh, ah. Ah, okay, so tauscht man die. Warte mal. Oh, jetzt habe ich aber vergessen. Also wir wissen ja nicht, welche es sind, aber ich will. Na, okay, ja, jetzt habe ich. Okay, jetzt habe ich was Dummes gemacht, glaube ich. Die beiden wissen wir, dass sie. Keine Ahnung, was die anderen sind, weiß nicht. Das Einzige, was wir wissen, ist. Achso, wir brauchen so ein Kärtchen, das wollte ich holen. Es ist direkt verbrannt, wo ist das Zeichen? Hä? Es ist direkt verbrannt.
Hä? Es ist einfach direkt verbrannt. Das Zeichen muss ja jetzt hier irgendwo sein. Hä? Oh, da. Ah, guck. Warte mal. Hä? Das ist doch das. Ah, das ist, weil dieses Spiel... Einmal sind wir ja hängen geblieben in dem Spiel. Und ich glaube, das Zeichen hat er uns jetzt... Ja, das hatten wir schon. Das Zeichen hatten wir schon. Oder nee, warte mal, ist das ein anderes? Nee, das hatten wir schon. Ja gut. Nächste Karte. Why are you coming? Ah! Bruder! Why are you coming? Weiß ich nicht. Hä? Come over here. Nein! Warum ist sie verbrannt? Wo? Rebecca! Halt den Mund! Come over here. Rebecca. Nein, wo ist denn dieses Zeichen jetzt erstmal, Bruder? Es chillt mir schon wieder die Haut von der Haha. Come over here. Ich will jetzt erstmal dieses Symbol finden. Neuerdings brennen ja jetzt hier überall Karten. Lockenkopf hatte mir versprochen, hier zu sein. Wo ist er? Ah! Rebecca. Heb die Karte. Heb die Karte, haben sie gesagt. Rebecca. Dieser schwarze Mann, Bruder, er macht mir keine Angst. Ficke dich. Immer zweimal. Rebecca. Du stehst da und hast Angst. Why are you coming? Weil ich dieses Symbol suche, was ja hier jetzt erschienen sein muss. Rebecca. Ich renne hier erst nochmal kurz durch und dann renne ich dahin. Rebecca. Yeah. Buhu. Rebecca. Buhu. Ja. Oh. An! Bruder! Mach ihn an! Wo ist denn jetzt das Element? Geb die Karte. Oder wir fackeln jetzt hier permanent die Karten ab, ohne dass jetzt hier aber denn... Ah, da. Das kennen wir doch schon. Bruder, lässt er mich jetzt die Symbole, die wir schon kennen, nochmal durchgehen? Sein Ernst? Er lässt mich halt hart die Symbole nochmal durchgehen und die Jumpscares, die damit zusammenhängen, die wir schon hatten. Guck mal, wir haben alle Reports schon abgegeben, das heißt, wir haben alle drei besichtigt. Uns fehlen einfach noch Elemente. Hier muss doch jetzt eins, hier hat eine Karte gewonnen, hier muss eins erschienen sein. Es muss, warte mal. Vielleicht ist es zu dunkel. Brightness, stell die mal richtig hoch. Nimmt ein bisschen die Atmo. Aber was soll ich machen, Bruder? Ich muss es kurz finden. Hä? Wir stellen es gleich wieder runter, keine Sorge. Boot? Hä? Es muss ja hier sein.
Oh, Schmutz! Schmutzmensch! Ja, Bruder, hier draußen ist doch nichts. Ja, hier ist nichts. Hallöchen. Bin wieder da. Arbeit kann weitergehen. Mal, wie lange will man mich denn jetzt hier jumpen? So, wir nehmen jetzt erstmal die Tante hier weg, glaube ich. Ich lauf hier noch. Oh! Ah, ne, das war schon. Achso, warte mal. Die Helligkeit erstmal wieder. So. Sonst ist das hier keine Atmo. Gut. Ich würde sagen, Tante packen wir erstmal weg. Wir holen jetzt erstmal uns den Boy zurück. Oh, ich kann das Ding so hochhalten dabei, das ist gut. Wir holen jetzt den Boy zurück. Ich weiß jetzt leider nicht. Ach, scheiße, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo wer war. Levem? Sam? China? Ah ja. Das Ding ist leer. Achso, und sie, wir hatten ja eben auch hier einer, der Typ stand da eben vor uns. Das war der... Okay. Das war der Boy. Das heißt, der muss es sein. Hier, der. Ja, der. Der ist es. Den müssen wir verbrennen. Safe. Ganz safes Ding. Ganz safes Ding. Oh, Bruder, ist halt so eine Schilz. Komm gar nicht klar hier. Wirklich, meine Haare, sie stehen, Bruder. Ja, du bist ja nicht sicher, aber ich bin mir sicher. Ich kann das auch nicht mehr öffnen, das heißt, die müssen alle schon gedingst sein. Also das Einzige, was jetzt noch sein müsste, ist eigentlich, dass wir halt. Mach mal. Das hier weg da oben. Also, was wir schon mal hatten, wir waren uns relativ sicher, dass es, glaube ich, das hier ist, weil dieses Symbol haben wir auf einem drauf gefunden. So, außerdem haben wir bislang zwei Symbole, und zwar das hier. Das hier und das hier. Nee, doch. Die beiden haben wir schon, ne? Ja, die beiden haben wir schon. So, die sind nur hier in der Kombi. Hier taucht das gar nicht auf. Hier sind sie auch. So, also wahrscheinlich ist es das. Wahrscheinlich ist es das. Weil die zwei sind ja safe. Die haben wir schon gefunden. Wir können ja nochmal kurz in die anderen Dinge reingucken. Wir könnten jetzt auch guessen, theoretisch. Hier ist nämlich das. Hier fehlt das andere. Hier ist das. Hier fehlt das andere. Hier ist das. Es fehlt das andere. Hier ist das. Es fehlt das andere. Das heißt, das kann es nicht sein. Und hier können wir reingucken. Hier ist es. Und hier ist... Okay, das wäre noch möglich. Der hier wäre noch möglich. Der wäre noch möglich. Ja, es ist entweder der, aber weil wir eben, weil wir eben das andere Zeichen schon gefunden haben, dieses hier, ist es höchstwahrscheinlich das hier. Ich renne jetzt nochmal mit dem Wedel durch die Bude. Wenn sich jetzt nichts mehr entflammt, bastel ich das einfach zusammen. Und leg's ihm drauf und wir verbrennen ihn. Und entweder klappt. Achso, ich habe schon eins von. Oder es klappt nicht. Ich hab ihn gesehen. Ich sehe gar nichts an mir. Ja, ich hab dich gesehen, du Bastard. Hm.
Es passiert halt einfach nichts mehr. Ich weiß nicht, Oh, fuck, Bruder! Alter, dieses Spiel, Bruder. Es gibt halt einen Jumpscare nach dem anderen, aber es kommen keine Zeichen mehr. Vielleicht kommen ja auch nur zwei und ich muss dann raten oder so. Auf Basis der weiteren Infos, die vielleicht finde ich ja gar nicht alle viel. Pass auf, wir basteln das jetzt einfach. Wir machen es einfach. Was kann passieren? Wir kokeln ihn jetzt einfach ab, Bruder. Was habe ich gesagt? Das hier. Okay, also das dahin, das dahin, das dahin, das dahin. Kriegen wir hin. Warte mal. Das war schon fast richtig, oder? Warte mal, so. 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 Warte, nee, das war's nicht. Das da. Ah, die Trompete. Warte mal. Ja, nee. Warte mal. Die drei nach oben. Die drei nach oben. Und das Kreiselding nach unten. So. 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 Das ist richtig, oder? Das kommt hier hin. Das ist es hier, ne? Das kommt da an, oder? Wie nennen wir das? J mit Strich? J mit Strich. Das ist es. Das ist es. Und die Trompete mit dem Doppelpunkt. Die Trompete mit dem Doppelpunkt, das Ding und die ist all uralt Z. Das ist es. Ja, damit. Rauf auf den Dulli. Was ist das? Hä? Bist du dumm? Das hatten wir schon. Bin mir nicht sicher gerade. Nein. Ja. Ich hätte gern. Da, so, so machen wir das. Ah, so. So, Bruder. Are you sure this is the right one? Ja. Pretty sure. Weg mit dir, Bruder! Ficke dich! Immer dreimal im Kreis! Bye bye! Can I leave? I want to go home. You can leave. But once an entity finds you, all the houses of hell will do anything to get back to you. I'm sorry, but it doesn't end here. Das sehe ich anders. From now on, there is always a chance this will happen again, no matter where you are. I don't want this. I just want to leave. What do I do? I'm sorry, but there's no going back. Danke, Brudi. I've spent years learning everything I can to keep these entities at bay. It's the only thing we can do. So what? You're waging some selfless holy war? It's not a war. It's survival. And I'd hardly call it selfless. We're caught at the front line of something larger. But I don't do this for some greater good. We either face it or fall to it. I wish I could claim to be someone better. Suffering hell to save us all. But I simply want to live another day, just like everyone else. Ja, deswegen hast du uns die Drecksarbeit machen lassen, Bruder. When I first experienced this, I had to make a choice. I could run and spend the rest of my days in fear, or I could learn to face it and keep some semblance of a normal life. Normal. Right. It's
It's not a life I would want for anyone. But choosing between a life of fear or control. You're the first person I've met to face this hell and survive. So I'm offering you a different kind of job. Work the night shift. Learn what I know. Give yourself a chance at a life beyond fear. I don't know what you experienced, but I know it uses the worst parts of you against yourself. The more you experience, the more you'll confront the darkest parts of your life. But through it, you'll become unbreakable. I'm offering the tools to take control. The choice is yours. I hope you come back. Okay, wir können also dieselbe Shift immer und immer wieder spielen. Also nicht dieselbe, sondern halt eine weitere Shift. Und weitere Endings. Aber ich verstehe es jetzt so, ich kann halt wiederkommen und versuchen, eins von den anderen Endings zu finden. Zum Beispiel, ich könnte dem Richtigen, also dem Körper von ihm, könnte ich was Falsches oben draufpacken. Ich könnte den anderen das Richtige wahrscheinlich draufpacken. Oder vielleicht ändern sich sogar die Symbole sozusagen. Und ich muss mich einfach nur richtig einstellen, anstellen oder so. Warum ich nur zwei embalmt habe, bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, dass da hat irgendwas von den Save Points nicht richtig hingehauen. Und auch warum ich nur zwei von vier Zeichen gefunden habe, ich habe eigentlich gedacht schon, ich muss alle finden. Aber vielleicht hat da irgendwas mit den Save Games nicht hingehauen. Ist ja auch noch relativ neu. Kam ja erst letzte Woche raus. Ist von einem Entwicklermann-Team. Teammann, ein Entwickler. Wie man es nennen will. Aber ich muss sagen, für einen schmalen Taler, gut, schmalen Taler, 20 Euro. Und die Tatsache, dass es von einem Typen ist, finde ich ganz okay. Erschreckt habe ich mich auf jeden Fall. Gut, ich hatte auch gehofft, dass wir tatsächlich dem Ende nahe sind und es noch ungefähr eine halbe Stunde dauert. Das hat es jetzt auch in etwa gedauert. Das passt auch perfekt. Geht perfekt genauso auf YouTube für euch hoch. Und ich würde sagen, an der Stelle haben wir das Spiel erst mal beendet. Aber wir können ja später nochmal wiederkommen für eine zweite Shift. Aber erstmal würde ich sagen, haben wir es an der Stelle beendet. Das passt auch zeitlich perfekt in meinen Tagesplan. Denn wir sehen uns ja morgens oder so wieder. Morgen Streaming Day, heute war ja ein Special Day. Ich habe einfach noch einen eingeworfen, weil ich dachte so, ey, ein bisschen Tag auf zum Warmwerden und dann dieses Spiel zu Ende bringen. Und wir die ganze Nacht nicht schlafen können. Ey, ich sag euch, ganz ehrlich Leute, das müsst ihr wissen. Horrorfilme gucke ich, seit ich ein kleines Kind bin. Ohne Scheiß. Ja, habe ich abends immer bei Vox und wo die Dinger liefen und Kabel und World Horror oder ProSieben, keine Ahnung, wann habe ich das letzte Mal Kabelfernsehen geguckt, ich weiß gar nicht mehr die Sender, wo das kam, ProSieben, keine Ahnung, auf allen Sendern wahrscheinlich, I don't know. Habe ich schon als kleines Kind kein Problem mit gehabt. Gut, ab und zu konnte ich vielleicht nicht schlafen. Ich gucke Horrorserien, Horrorfilme, alles, ich kann das alleine im Dunkeln gucken, ist alles egal, kriege ich alles hin. Ich judge die sogar relativ runter und sag so, ja, Bruder, das schreckt mich nicht mal mehr. Aber so ein Horror-Game, es fuckt mich so in die Ecke. Es fuckt mich so in die Ecke. Ich habe mir meine Aufnahme von letzter Woche nochmal angeguckt und dachte mir auch so, ein paar Dinger waren gar nicht so hart eigentlich. Aber es schreckt mich so in die Ecke. Wahrscheinlich auch wegen Headset. Wenn ich nicht mal Headset auf hätte, wäre es wahrscheinlich noch einfacher für mich. Aber, jo. Naja, Leute. Haben wir es soweit erstmal. Auf jeden Fall ein cooles Spiel. Jetzt habt ihr es hier natürlich gesehen, wer zugeschaut hat. Aber ich kann es ansonsten auch empfehlen, zumal es ja anscheinend wieder Spiel-Value hat. Kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Wir. So. Oh, ich bin aber auch durchgeschwitzt. Ich mache gerade einen richtigen Stinker gerade. Auf jeden Fall. Muss jetzt erstmal duschen. Mich säubern, von dem Schrecken abwaschen. Und dann sehen wir uns morgen. Bis dahin, Leute. Haut darin, wieder schauen, reingehauen. Tschüssikowski, Schmissimowski. Schön mit Öl. Wo ist der Button? Der Button.